Ja, hallo meine lieben Freunde, und es geht weiter. Wir müssen spannend. Richtig aufpassen. Ich war mir ziemlich sicher, also ich habe zwei Schüsse gehört, die kurz dann auch folgte, von weiter hinten. Warte, ich meine, ich muss den Timer stellen. Ich decke dich. Alles klar, es kann weitergehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Komm hier in das Haus rechts. Okay. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich einen Typen gesehen habe und hundertprozentig sicher. Schon wieder Munition. Wieder für die. Diesmal kannst du die nehmen. Das ist für die kleine Knarre, die Munition. Für die kleine Knarre? Ja, für die kleine. Ich habe hier die kleine nicht mehr, die hast du. Ach so, ja, dann kann ich die ja nehmen. Kannst du machen. Ah, jetzt habe ich. Deck mich. Warst du das gerade? Was? Da ist einer an die Sprechtaste gekommen. Ja, das war ich. Junge! Pass auf damit, ich erschrecke mich dann immer voll. Junge, wir müssen auch koordinierter in Häusern gehen. Aus der Tür hier raus. 3, 2, 1. Los! Renn durch! Zum Krankenhaus. Ja, schnell! Zickzack! Oh, Junge. Der Erste, der im Krankenhaus ist, dreht sich um und deckt den anderen. So, und jetzt rechts. Jetzt von hier aus nach rechts. Los. In den Laden hier rein. Hä, wo bist du? Wo bist du? Ich bin schon weitergelaufen. Komm aus dem Krankenhaus raus, Junge. Ich hab doch gesagt, und jetzt rechts. Haupteingang? Ja, komm aus dem Haupteingang. Und jetzt guck nach rechts. Ok. Hier. Jetzt hier durch. Hier scheint nichts zu liegen. Warst du das gerade? Ja. Du guckst unten, ich gehe nach oben. Jo. Alter, Horrortrip durch Elektro, Alter. Ja, Mann, mega. Einmal erschieße ich so einen Typen und dann sehe ich noch einen anderen Typen und höre kurz, nachdem ich den gesehen habe, zwei aufeinanderfolgende Schüsse. Okay, hier ist nichts. Liegt immer noch Motorradhelm. Deck mich, ich muss was trinken. Ziel am besten nach unten so lange. Okay, lass mal, wir müssen aber vorher nochmal zum Hotel, um da aus dem Brunnen zu trinken. Und diesmal decken wir uns gegenseitig. Und zur Feuerwehrwache. Ja. Okay, das sollte fürs Erste reichen. Gehen wir. Okay, jetzt sprinten wir zur Feuerwehrwache durch, ja? Ja, wenn ich mal wüsste, wo lang wir überhaupt müssen. Folg mir. Alter, ich kann in der Ego sowas von nicht spielen. Gehen wir hier hin. Links genau neben dem Laden. Wo? Links genau neben dem Laden. Komm einfach, hier hin. Da ist die Feuerwehrwache, genau. Achtung, ne? Lass hier noch in das Haus gehen, die beiden. Ja, geh okay. Du in das Rechte. Das spart Zeit. Welches Rechte? Und ich hab gefunden... Was ist denn das? Ein Bajonett. Sogar ein SKS-Bajonett. Sauber. Bajonett kannst du, glaube ich, an jede Wumme dran machen. Bei mir stand nur Bajonett. Wenn ich... Voll, wieder was zu essen. Ich würde mal gern wissen. Ja, das Bajonett ist da nicht dran. Hier liegt ein Basie. Oder ist das dran? Doch, ist dran. Ich würde mal gern wissen, wie man das einsetzt, das Bajonett. Ja, würde ich auch gerne wissen, nur. Soll ich einfach mal auf linke Maustaste drücken? Auf linke Maustaste zielst du. Nein, linke Maustaste schießt du ja. Ja, eben, ich will ja gucken, vielleicht hat man Pech und man kann damit gar nicht schießen, sondern nur stechen. Dann stehen wir da gleich und sind am Arsch. Probier aus. Nein, wir können schießen. Warte, ich suche noch das Haus hier. Das hat mehrere Etagen. Boah, Alter, die SKS, die zieht rein. Warte, ich komm runter. Hast du gerade den krassen Schuss gehört, Alter? Ja, Mann. Warte, ich komm runter. Deck den Hauseingang. Deck den Eingang. Da komm ich jetzt raus. Ich hab ein Medipack. Da komm ich jetzt raus, ne? Ja, ich hab ein Medipack. Ich nehme mir einfach mal die Bandage mit. Den Rest will ich nicht haben. Ich habe noch gefunden ein T-Shirt. Bist du immer noch in dem Haus? Ja. Immer noch. Okay, ich bin jetzt nämlich draußen.
Alter, wie ich in der Ego nicht spielen kann. Hier ist was zu essen. Jo, ich muss auch gleich nochmal essen. Ich guck mich gerade mega... Ich bin schon wieder durstig, Alter. Ja, ja, ich auch. Deswegen meine ich ja Hotel. Das Hotel ist ja Gott sei Dank links schon. Ich höre einen Schuss. Schon wieder? Ja, Mann. Ich komme ins Haus. Ich komme zu dir ins Haus. Ne, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Der kam von da hinten, irgendwo von über den Hügel. Okay, komm, hier. Wieder raus. Zur okay, Feuerwehr. Stürmen Sie jetzt zur Feuerwehrwache durch. Oder nein, lass hier links, 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 links. Lass hier lang. Und dann hier erstmal in die Kirche, in die Kirche. Dort überlegen wir dann weiter. Finden wir hier jetzt eine M4. Stell du dich an die... An ich laufe ins Haus geradeaus durch. Ich laufe das Haus geradeaus durch. Okay, mach. Ich deck dich, ich deck dich. Sauber, okay. Warte, deck mich, ich komm hinterher. Clear. Gut, gut. Basie? Ah, hier war ich gerade, hier war ich gerade. Hier ist nichts drin. Psch, warte kurz. Ich glaube, irgendwie der ist in der Scheune da. Ja, glaube ich auch. Jawohl, danke. Komm, wir gehen wieder raus. Wir rennen zur Feuerwehrwache jetzt. Scheiße, die Tür geht nicht auf. Verdammt. Wo bist du? Hallo? Ganz toll. Das ist toll. Die Verbindung bricht ab, Leute. 11 Sekunden keine Nachricht. Klasse. Okay, wartet kurz. Gott. Leute, wir müssen ohne Philipp weiterspielen. Scheiße. Verdammter Scheiß. Oh, ich habe scheinbar die Verbindung verloren, Leute. Verdammte Hacke. Ich gehe weg vom Server. Oder? Nein. Oh, es sind noch 6 Minuten. Ich kann die Folge doch jetzt noch nicht beenden. Was soll ich nur machen? Sekunden keine Nachricht. Das darf doch nicht wahr sein, Mann. Ich gehe runter vom Server. Oh Gott, Leute, Leute, Leute. Liebe Leute. Was sollen wir nur machen? Gott. Ja. Dann gehen wir mal eben hier runter. Können unseren schönen Charakter begucken. Hallöchen. Ich bin weg vom Server, ne? Was passiert? Hey Junge, meine Internetverbindung kackt gerade voll ab. Die Aufnahme ist aber beendet, ne? Nee, die läuft immer noch. Freunde! Junge, man hört dich voll abgeschnitten wegen der scheiß Internetverbindung. Ey, und ich hatte dich abgeschnitten. Toll. Toll. Dann mach alle Türen wieder auf. Ja, nee. Wart mal. Das heißt, hast du auch Steam ausgemacht? Alter, die Aufnahme läuft noch. Was für Steam ausmachen? Ah, jetzt bist du wieder im Spiel. Bist du schon auf dem Server? Nein. Hörst du mich?
Philipp. Ja. Hörst du mich? Jetzt schon, gerade eben habe ich dich wieder abgeschnitten gehört. Alter, ey, mitten in der Hölle bricht die Verbindung ab. Das ist so beschissen und so typisch für uns irgendwie. Auch voll komisch, es sind 8 Spieler auf dem Server. Okay, meine lieben Freunde, tut mir leid, aber ich breche jetzt die Folge ab, dann ist die etwas kürzer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin, ja, ciao. Und dann geht der Nervenkitzel weiter. Tschö, Leute.